Willkommen im Domquartier Salzburg, dem Herzen des Welterbes Salzburg. Das Domquartier wird getragen von drei Elementen von der alten barocken Residenz. Dem Dom mit seinen Oratorien. Und der Orgelempore. Der Kunst- und Wunderkammer und der Sammlungen der Erzabtei St. Peter. Wenn man sich überlegt, aus welchen Gründen Salzburg vor fast 30 Jahren Welterbe wurde, dann treffen diese Begründungen, die man heute noch auf der Webseite der UNESCO nachlesen kann, im hohen Maße auf das Domquartier zu, auf das, was wir heute Domquartier nennen. Denn die Besonderheit Salzburgs ist ja, dass die Geschichte hier und das Leben der Menschen, das kulturelle Leben von diesen zwei Sphären gestaltet wurde, der weltlichen und der geistlichen, die in der Person des Fürsterzbischofs vereint waren. Eine wesentliche Begründung für die Welterbewürdigkeit von Salzburg ist das Zusammengehen der deutschen und der italienischen Kultur. Und das kann man kaum wo so gut nachvollziehen wie bei uns im Domquartier. Begonnen hat es eigentlich mit Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Reitenau, der seine Jugend in Rom verbracht hat, der Unterstützung fand bei seinem Onkel Kardinal Altemps, der in Rom den monumentalen römischen Barock kennengelernt hat, zurückkam nach Salzburg, hier zum Fürsterzbischof gewählt wurde und angefangen hat, diese noch sehr mittelalterlich geprägte Stadt zu verändern, zu überformen. Er hat die Liebe zu Italien nach Salzburg gebracht. Es hat damit begonnen, dass er zunächst einmal Platz schaffen wollte, denn wer repräsentieren möchte, der braucht ein Publikum und dafür braucht man einen Ort. Salzburg war geprägt von engen Gassen und wenigen, eher kleinen Plätzen, auf denen Märkte stattgefunden haben. Wolf Dietrich hat nicht nur seine Spuren im Gefüge der Stadt hinterlassen oder dafür den Auftakt gesetzt, was seine Nachfolger dann fortgeführt haben. Er hat auch die Residenz praktisch neu errichtet und ihr barocke Formen verliehen. Er hat dabei viel mit italienischen Künstlern und Handwerkern zusammengearbeitet, aber auch mit einheimischen Größen der Kunst. Knapp vor 1600 ist der großartige Dom von Salzburg abgebrannt. Das war zum einen eine Katastrophe, zum anderen aber auch eine hervorragende Gelegenheit für einen Neubau. Und auch dieses bedeutende, große, öffentliche Gotteshaus, ihm eine neue Form zu geben und es ganz neu gestalten zu können. Salzburg ist aber auch noch wegen seiner Bedeutung für die Musikgeschichte Welterbe geworden, insbesondere in der Verbindung mit der Person von Wolfgang Amadeus Mozart. Und man kann mit Fug und Recht sagen, dass das Domquartier mit seiner alten Residenz und dem Dom der authentische Aufführungsort der Musik Mozarts war. Mozart hat für die Residenz komponiert. Wir wissen, in welchen Räumen er aufgetreten ist. Wir wissen, welche Stücke hier gespielt wurden. Er hat aber natürlich auch für den Dom komponiert. Wir wissen, an welcher Orgel er musiziert hat. Und in dieser Tradition veranstaltet das Domquartier auch heute noch hervorragende Musikereignisse. Das, was ich eben vermittelt habe, nennt man den sogenannten OUV, den Outstanding Universal Value, den außergewöhnlichen universellen Wert. Denn der Gedanke dieser UNESCO-Konvention für das Welterbe beruht darauf, auf der Überzeugung, dass es auf der ganzen Welt Orte gibt, Stätten gibt, die von so großer Bedeutung sind, dass sie eben nicht nur von nationaler Bedeutung sind, sondern dass sie zum kulturellen Erbe der gesamten Menschheit gehören. Und so einen Titel bekommt man nicht so einfach. Und es ist durchaus mit einer Aussage verbunden, dass Salzburg zu den ältesten Welterbestätten von Österreich gehört. Das heißt, ganz genau waren die Altstadt von Salzburg und das Schloss Schönbrunn die ersten Städte,
die Österreich gegenüber der UNESCO als Welterbe nominiert hat. Städten, die als Welterbe ausgezeichnet sind, brauchen bestimmte Qualitäten. Denn die UNESCO zeichnet nicht Erinnerungsorte von Bedeutung aus, sondern das ist eine sogenannte Site-Based Nomination, also es ist eine Auszeichnung, wo es darauf ankommt, was materiell tatsächlich noch da ist und was diese Substanz für Eigenschaften hat und ob diese Substanz, die noch da ist, in der Lage ist, dem Betrachter den Eindruck zu vermitteln, dessentwegen dieses Objekt diese Auszeichnung erhalten hat. Das heißt, es gibt zwei Kategorien, die da wichtig sind und an denen das gemessen wird. Das ist die Authentizität in der Haltung, also die Glaubwürdigkeit in der Haltung, und es ist die Integrität, also die Vollständigkeit in der Erhaltung. Und zu beiden wichtigen Kategorien, da steht das Domquartier sehr gut da. Das bedeutet, wenn man sich dieses Konglomerat aus alter Residenz, Erzabtei St. Peter und Teilen des Domes ansieht, dann ist an diesem Zentrum der Stadt Salzburg alles erhalten, was auch, wenn man zurückschaut, in die Geschichte von Bedeutung war. Das heißt, es fehlt nichts Wichtiges, es ist in einem hohen Maße vollständig erhalten und es ist in einem hohen Maße glaubwürdig erhalten. Das heißt, wir sehen die Kunstwerke, die Oberflächen, die Strukturen in einem sehr authentischen Zustand. Authentisch im Sinne von unverfälscht, im Sinne von mit wenigen, wenn überhaupt späteren Veränderungen, die in den Charakter eingegriffen hätten. Und das ist tatsächlich auch ein wesentlicher Grund, warum das Domquartier auf unsere Besucherinnen und Besucher so eindrucksvoll wirkt, weil man wirklich eine Zeitreise macht in vergangene Jahrhunderte und sich in diesen Räumen vorstellen kann, wie das Leben im 17., 18., 19. Jahrhundert ausgesehen hat, am Hof der Fürsterzbischöfe.